Servus Leute, du bist mit deinem Minicamper, Dachzelt oder Van, Camper etc. auf einem freistehenden Platz unterwegs. Dort gibt es meistens, aber nicht überall, das Problem, dass es keine Toilette gibt und du dein festes Geschäft irgendwo vielleicht im Wald verrichten musst. Und das ist nicht immer die Ideallösung. Zumal es oft auch keinen Platz gibt, wie zum Beispiel hier. Wäre jetzt auf der Seite nur Wiese zum Beispiel, gibt es ja auch viele Plätze, die so sind, da hast du dann Pech. Wer sich dennoch dafür entscheidet, in den Wald unbedingt gehen zu wollen, der sollte wenigstens so eine Schaufel dabei haben oder eine kleinere, dass er dein Zeug vergraben kann. Und natürlich biologisch abbaubares Toilettenpapier verwenden. Normales Toilettenpapier braucht bis zu 6 Wochen, wenn nicht sogar länger, bis es wieder verrottet ist. Und das andere ist, wenn man jetzt normal sowas nicht macht und gar nichts, und einfach nur so in den Wald geht, ihr wisst ja selber, wie unschön das aussieht, lasst es bitte sein. Ich möchte euch meine praktische Lösung vorstellen und auch erklären, warum ich mich dazu entschieden habe. Ich hatte schon immer eine Toilette dabei, die ich auch gut unter dem Sitz hier verstauen konnte oder kann. Der ein oder andere kennt diese vielleicht. Die ist klein und faltbar, ja gut, mag sein, aber man kann eben die nur einmal verwenden, sollte dann auf jeden Fall die Tüten wechseln. Ja, man kann es nicht abschließen, das ganze Ding, und hat dann Schmutz oder Geruch in Van in dem Fall. Bei mir wäre es dann so, benutzen, Tüte raus, irgendwo hin und wieder zusammenfalten. Ja, ist aufwendig und kann auch dann vielleicht einfach zu spät sein, wenn es pressiert oder eilt. Diese Toilette habe ich wirklich noch nie gebraucht, ich kann also gar keine Erfahrung sagen, und hatte diese tatsächlich auch nur als Alibi mit. Denn es gibt Plätze, wo dann Leute kommen und sagen, hast du eine Toilette dabei, bist du autark hier? Und dann kannst du das Ding ins Vorweisen sagen, ja, wenn es halt mal nötig ist, habe ich was dabei und muss nicht die Gegend voll sauen. Und da man diese Toilette nicht offen stehen lassen kann und auch die Tüten ständig auswechseln muss, habe ich mich für die absolut gute Alternative entschieden, und zwar die Boxio. Die habe ich jetzt hier dabei, und das Tolle, wie ihr seht, man sieht nichts. Ich habe die, weil das natürlich eben dieses Euroboxensystem ist, hier hinten verstaut. So, hier ist hier die Boxio Trockentrenn Campingtoilette. Die kennt man schon, ja, ich weiß, es gibt etliche Videos, aber nicht von mir. Ich möchte euch einfach mal erklären, warum ich die habe. Vorwiegend, weil man sie eben offen stehen lassen kann, benutzen kann, öfters, nicht gleich leeren muss. Natürlich das praktische Euro-Boxensystem, die verschwindet bei mir im Auto förmlich im Nichts. Tja, die Trenntoilette hier von Boxio ist belastbar bis 150 Kilogramm, hat eine Höhe von 38 cm in meinem Fall, weil ich habe unten noch diese Zusatzbox von 10 cm dran. Ansonsten wäre sie bloß 28 cm, mag für den einen oder anderen passend sein. Für größere Leute ist es vielleicht bequemer, wenn man dann die 10 cm Zusatz nimmt. Wiegen tut diese Box 2,8 Kilogramm, also nur die Standardbox. Ja, bei mir ist es jetzt ein bisschen schwerer, weil ich habe unten den ganzen Zubehör noch dabei. So, was habe ich da drin? Das ist einmal Toilettenpapier, ganz wichtig. Dann haben wir die Boxio Bags, das sind Bio-Mülltüten. Ich habe noch welche, die nicht durchsichtig sind, dazu später mehr. Eine Abdichtung für den Urinbehälter und natürlich das Streu für den Feststoffbehälter. So, ich habe den Deckel hier mit 2 Clips befestigt, muss man aber nicht unbedingt machen. Und wenn man den öffnet, dann sieht man schon, hier ist der Feststoffbehälter und hier ist für den Urin. Da gibt es einen Stöpsel. Den macht man drauf, damit man eben Gerüche verhindern kann. Der ist allerdings nur separat erhältlich. Das Ganze muss erstmal zusammengebaut werden. Das kann man also hier ganz easy aufklappen. Ihr habt es gesehen, nur die Schrauben hier werden dann noch hingemacht, das Werkzeug ist dabei, alles kein Problem. So, und da sieht man auch schon den Urinkanisterbehälter und hier diesen Feststoffeimer. Den werden wir dann gleich herrichten, damit man auch sieht, wie das dann ja ausschaut, wenn es soweit ist. Und dann haben wir noch einen Deckel dazu. Das kann man hier ja abmachen einfach, genau. Ist noch nagelneu, wie ihr seht. Und dann kann man das Ganze öffnen. Natürlich schließen, um Geruchsbildung zu verhindern. Wenn die Schrauben dann fertig montiert sind,
kann man das draufsetzen und auch aufmachen wie einen Deckel und jederzeit ganz einfach wieder abnehmen. Zum Material, ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe auch schon anderes gehört, aber das fühlt sich absolut hochwertig an, finde ich zumindest. Überhaupt das ganze System, ich finde, das ist gut durchdacht. Hier bei dem Urinbehälter, da muss man natürlich schon darauf achten, dass das hier fest verbunden ist dann, aber das tut es sowieso fast schon automatisch, wenn man diesen draufsetzt. Und hier ist eben, wenn man das abschraubt, kann man sehen, eine Gummidichtung eben noch enthalten. Ja, ist halt eine richtige Campingtoilette einfach. Bloß in eine Eurobox. Dazu nehme ich jetzt den originalen Boxio oder die originale Boxio Biotüte. Zu der Entsorgung sage ich dann auch gleich was. So, was man auch auf jeden Fall machen soll, ist das Streu darunter machen. Ordentlich was. Ich glaube, das reicht in dem Fall. Dann sieht das so aus, das Ganze. Ich hoffe, man sieht es auch gut. Kommt dann wieder hier rein. Den am besten dahinter schieben oder so. Und dann den Deckel wieder drauf. Prinzipiell kann es dann schon losgehen. Außerdem ist diese Boxio hier eine wirklich gute Nottoilette. Wenn daheim mal was defekt ist oder vielleicht sogar ein Blackout kommt, dann müsst ihr nicht in irgendeinen Eimer rein dödeln oder so, wie auch immer. Und wenn ihr im Büro sitzt, arbeitet und nicht auf Toilette könnt, perfekt, wenn denn die Kollegen nichts dagegen haben. Das ist doch Blödsinn. Wieso? Ist doch okay, oder? Ich meine, es gibt ja Chefs, die erlauben einen nicht, auf Toilette zu gehen oder so. Egal. So, wenn ihr euch erleichtert habt, dann wäre es sinnvoll, wäre es ganz gut, ihr schüttet noch mal ein bisschen Wasser da drum. Dann ist auch nicht so viel Geruch da und es bleibt auch nichts zurück. Den Feststoff kann man normalerweise auf dem Biomüll oder Kompost entsorgen, aber nur mit einem Biomülltüte, also in dem Fall wie hier bei von Boxio, diese Tüten, die dabei sind. Wenn man das aber nicht mag, weil die ist leicht durchsichtig, kann man vielleicht hier sehen, dann kann man eben normale Tüten nehmen. Der Urinbehälter ist auch leicht zu entsorgen. Man gibt einfach Wasser drauf, das Mischverhältnis ist 1 zu 10 und kann das dann somit in die Natur zurückgeben. Ja, es gibt ein kleines Problem, das schon viele gesagt haben und ich auch eben merke, man kriegt den nicht ordentlich leer, den Behälter. Aber da habe ich jetzt auch irgendwie erfahren, dass da Boxio dran arbeitet. Ja, vielleicht einfach, dass das ein bisschen spitzer oben ist oder ja, also wie so ein Trichter quasi, dann würde das um einiges einfacher gehen. Problematik ist, da muss man wirklich Wasser danach geben, weil sonst könnte das mit der Zeit dann richtig grintig werden. Es bildet sich, wenn man das nicht auswäscht, dann Urinstein und der riecht natürlich dann echt schlecht im Kunststoff. Wenn man dann eben unterwegs ist, das dabei, dieses ganze Set war jetzt dabei, dann stopselt man das einfach drauf, dann ist das, kommt nichts raus und ist geruchsfrei, kann man so im Auto transportieren. Das muss ich jetzt aber nicht machen. Also bei mir bleibt das dann so, diese Konstruktion. Denn ich habe ja diesen Plug hier noch dabei, das ist dieser Zubehör. Der macht das dann auch ganz dicht und so kann man dann auch ja, einfach weiterfahren. Bequem ist es auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Was ich auch gehört habe, ist, dass der Urin manchmal nach hinten runterläuft, also in den Feststoffbehälter. Das heißt, vielleicht sollte man den ein bisschen nach vorne kippen. Und ich kann auch erst nach einer gewissen Zeit natürlich sagen, wie die sich so geschlagen hat. Ist logisch, habt ihr erst seit kurzer Zeit im Einsatz. Ich gebe zu, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie ich das Boxio-System das erste Mal gesehen habe. Aber ich bin mittlerweile anders überzeugt. Und ich finde, man merkt auch wirklich, dass es durchdachtes System ist. Zumal das in der Eurobox ist, finde ich total praktisch. Deswegen, das war so mein Hauptkriterium, weil das eben dieses Euroboxen-System ist, kannst du in jedem Camper unterbringen, siehst ja sogar bei mir in einem kleinen Kofferraum bei meinem Minicamper. Und es gibt ja auch etliches Zubehör. Eine Kühlbox habe ich gesehen, ist jetzt ganz neu da oder ich weiß nicht, ich habe es zumindest erst gesehen. Es gibt den Cook, den werde ich vielleicht sogar für euch testen und vorstellen. Wäre auch richtig interessant, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreiben würdet, welches System ihr verwendet. Habt ihr Boxio und welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Habt ihr eine Trockentrenntoilette oder was verwendet ihr in eurem Camper? Und Spaß haben. So, das war's auch schon mit dem Video. Schaut in die Infobox, dort ist der Link von dieser Boxio drin. Die ist, glaube ich, momentan wieder im Angebot. Da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Abo und Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns wieder draußen in der Natur oder woanders bei mir auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus, ciao. Do-d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 o